Fast 76.000 Credits haben wir auf der hohen Kante. Wir sind ein Metallzermalmer. Und wo geben wir die Credits jetzt aus? Also bei welchem Wagen? Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Serien oder Events, wenn es ein Einzelrennen ist, wo wir einen speziellen Wagen brauchen. Gucken wir gleich mal, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Wreckfest. Hier der Road Slayer. Hier brauchen wir einen Asiaten des Typs A. Typ alle Typen. Hier brauchen wir einen Europäer, Typ Vollklasse A. Einen vollen Europäer oder einen Alttyp Asiaten. An sich muss ich mir bloß merken, voll Europa. Weil Asien, wenn es alle Typen sind, dann sind es nur mal alle. Ja, ansonsten haben wir nichts mehr hier. Der Road Slayer und eben das da. Oh, wir bräuchten noch für die Meisterschaft 615 Punkte. Wie viel gibt's denn noch? 100? 500? 700. Wir müssten praktisch mit Bestwertung abschließen. Dann kann das aber auch kein so langes Event sein. Ja, 4 Rennen. Weil es pro Sieg 100 Punkte gibt. So kann man das auch schon vorab sehen. 8 Rennen. 2 Rennen. Nein, das hier war ja der Pokal, ne? Den wir gerade erst hatten. Tja. Entweder einen vollen Europäer oder irgendeinen Asiaten. Und Asiate, da ist ja der Road Demon. Wieso? Wir gucken gleich mal. Da ist der ja eher unser Fall. Also Werkstatt, Markt. Markt? Ah. Speed Demon hieß der, okay. Speed Demon, Fahrzeug Glitch. 26.000, ist ein Asiate und ja, Typ ist egal. Brauchen aber auch noch einen vollen Europäer. Europäer Mittel. Ist das jetzt voll? Also er hat voll viele Gänge. Zählt das als voll? Noch ein Asiate. Sunrise Super. 256, 253. 8270. 8270. 5446. 5446. Der hier ist stärker. Er hat 400, über 400 PS und er hat nur 200. Dann wird der aber deutlich leichter sein. Etwas mehr als eine Tonne. 1,6 Tonnen. Drehmoment. 322, klar, der muss mehr haben. 6 Gänge. Der hat mehr Stärke, weil er halt stärker, weil er schwerer ist. Ist aber auch interessant, dass er ansonsten keinen großen Nachteil ihm gegenüber hat, dafür, dass er halt schwerer und stärker ist. Das Gewicht macht dann diesen Stärkenachteil, diesen Leistungsvorteil wett. Ich glaube, ich nehme etwas schwereren Wagen. Vom Preis her 4000 Unterschied. Jo, nehme ich den hier. Wir haben 75.852 und wir kaufen uns jetzt den Speed Demon. In unserem Besitz. Bevor ich den ausbaue, damit darf ich doch jetzt fahren, oder? Da oben, genau. Asien exklusiv ist freigeschaltet, dann... noch einen anderen Wagen kaufen. Für das andere Event. Ich gucke jetzt erstmal Werkstatt. Erstmal das eigentlich Unwichtige, nämlich den Lack. Oh, das Weiß sieht aber auch toll aus. Aber wir haben ja schon einen überwiegend weißen Wagen. Die Schriftfarbe hier unten sieht seltsam aus. Generell der Verlauf. Mit Flammen, weiß nicht. Geil, ein Streifen in der Mitte, aber leider geht er nicht übers Dach. Ach, das ist schade. Ich will doch eine Corvette meiner Lieblingslackierung nachmachen. Was hat der jetzt hinten? Sieht aber auch nicht so schlecht aus. Ah, das ist echt schade, dass der Streifen nicht übers Dach und
über die Heckklappe geht, das wäre richtig cool. Dann hätte ich schon meine Lackierung gefunden. Aber ich glaube, die werde ich auch nehmen. Ich würde den, glaube ich, so lassen. Schwarz sage ich schon. Weiß und rot. Und etwas gelb dabei und halt auch etwas schwarz, wenn ich mir die Schrift angucke. Lasse ich erstmal so. Ja. Weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat, aber ja. Ein ganz großes Upgrade ist schon drin. Da noch nicht. Kostet ein Tausender, bringt uns etwas mehr. Lieber ein was ganz Großes als vieles Kleines? Fragezeichen. Hier der Ansaugstutzen, der dürfte am meisten bringen, ne? Kostet dann aber auch nicht am meisten. Oh, der bringt uns aber ganz schön Futter, aber kostet gar nicht so viel. Naja, nur beim Rammer RS hat der Ansaugstutzen so viel gekostet. 2,66 und dafür 3.000. Gibt's hier irgendwas ganz Teures? 1.000? Hm. 2,57. 2,62 für 2,2. 2,62 für 2.000. Und jetzt 2,57 für 1.000. Schon etwas schwierig. Dann hole ich mir das nicht. Das auch nicht. Dafür das. Für 3.000 auch das. Jetzt haben wir noch 43.000. 1.000 für 5 mehr. Na komm, Beschleunigung. Auch so ein Beschleunigungsmonster, was es da nicht auf die Strecke bringen kann. 1.000 für 4. Sage ich jetzt mal nö. Auch 1.000 für 4. 9 für 2,2. Ist von Preis-Leistung her auch nicht großartig anders, aber das sind Ventile. Und Ventile sitzen da am Motor. Das sieht cool aus. Die Front hier mit dem Schlitz da, jetzt müssten da noch ein paar LEDs rein. Und dann ein auf Kit machen. Nochmal 9 für 2, das wäre etwas besser. 9, 7, boah, gekauft. Jetzt haben wir noch 38.000. Beschleunigung 9,9. Haben wir noch irgendwas für die Höchstgeschwindigkeit? Höchstgeschwindigkeit ja eher Motor. Aber haben wir ja schon. Haben wir uns schon gegönnt? Haben wir schon. Höchstgeschwindigkeit nirgendwo. Bei den Kolben würde ich auch noch denken, Höchstgeschwindigkeit. Wenn die mehr schuften, können wir... Naja, der Motor, das Getriebe, das ist schon das Hauptargument für mehr Geschwindigkeit. Was ist, wenn ich den ändern würde? Hätten wir aber auch die gleiche Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung. Wir geben 1200 aus und bekommen dann einen Wagen der Klasse C für 152 Leistungspunkte. Ja. Gut, lassen wir den erstmal so stehen. Und wir machen jetzt diese vier Rennen, waren das, ne? Genau, Asien exklusiv. Vier Rennen. Steht's ja auch noch. Ich habe vorhin immer die ganze Zeit, als ich gesagt habe, man kann ja nach den Punkten gucken, wie viele Rennen es sind, aber hier steht's ja auch. 6 von 6. Oh Mann. Gut. Oh, Parallelogramm wieder mal. Wir starten erstmal. Klassenrekorde der Klasse A nicht vorhanden. Der Karriere muss nicht unbedingt jede Serie einer Meisterschaft abschließen, um Zugang zur nächsten Meisterschaft zu erhalten. Haben wir aber trotzdem bisher immer gemacht. Für einige Karriereserien benötigst du eine bestimmte Anzahl an Mettbrötchen. Stand da bestimmt. Es Pedalen. Tunen. Das war ja hier nur Asphalt, ne? Ja. Ich würde mal sagen, Getriebe auf fast kurz. Und damit probiere ich es mal. Los geht's. Boah, der klingt ja cool. Dreht bis 6,5. Oh, der Sound ist heftig. Geil.
Der fühlt sich gar nicht so gut in Sachen Beschleunigung an. Sogar ziemlich träge. Boah, der Sound ist ja genial. Ja, lässt sich auch nicht schlecht um die Kurve steuern. Im Rutschmodus. Und er hat halt Stärke. Uiuiui, zu viel Stärke. Er klingt echt fies. Oh, wie wir hier doch wegkommen. Viel besser als mit dem Speedbird. Beschleunigung ist doch hammermäßig. Wir einfach nur uns treiben lassen. Wir geben einfach nur Gas. Praktisch gar nicht gelenkt. Finger weg. Boah, der hat ein richtig geniales Kurvenverhalten noch so nebenbei. Neben dem tollen Sound. Neben des tollen Sounds. 6 Runden sind's. Der hat ja ein Hammer Kurvenverhalten. So, Schikanen sind unser Pflaster, wenn wir nicht gerade irgendwo gegenpflastern. Mist. Oh, Wagen noch kaputt. Keine Zeit zum Reparieren gehabt. Klingt echt richtig fies. Darf ich abkürzen, bitte, bitte? Oh, schade. Ein Versuch war es wert. Außerdem war unser Wagen kaputt, deswegen bin ich auf Abwägen gewesen, damit ich gleich nochmal neu starten kann mit einem ganzen Wagen. Lass die jetzt mal hier reinrollen. Guck mal, ob ich irgendwo eine Lücke erhaschen kann. Ich denke mal, das wird nicht viel bringen. Oh boy, ah, kacke. Ich würde gerne vorankommen. So, innen vorbeischlüpfen. Nein, er macht dazu. Aber Sechster für den Moment. So, wegdübeln, dübeln, dübeln, dübeln. Jetzt schon bei 150 Sachen auf dem Tacho. Bremsen könnten etwas besser sein. Scheiße. Ah, hier kommt man doch Holz. Ah nein, was? Ich habe doch nicht abgekürzt, ich habe entabgekürzt. Das ist nicht euer Ernst. Och Mann. Ich nehme den längeren Weg und werde dafür bestraft. Das ist doch scheiße. Ist ja fast wie bei Codemasters. Verwarnung, Streckenbegrenzung überschritten. Wo es halt gekostet hat. Jetzt mache ich überhaupt nicht so viele Plätze gut, das ist echt fies. Ich glaube, die Bremsen sind Schwachpunkt bei dem Speed Demon. Na, irgendwas muss der Wagen auch schlecht können. Scheiße, jetzt rutsche ich hier schon wieder rein. Im Hintergrund ist wieder Sign Kicks am Band. Mit Gasoline. Zweierschaden, obwohl wir praktisch gar nichts gemacht haben. Ah, eigentlich wollte ich jetzt ganz innen vorbeischlüpfen, aber da war jemand am Zumachen. Jetzt hier Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ausbeschleunigen. Der liegt so genial in der Kurve ab. Ich muss viel eher in die Eisen gehen. Eher als mit dem Speedbird? Ich weiß es gerade gar nicht. Zum Glück war jemand vor mir, ansonsten wäre ich wieder geradeaus gefahren. Jetzt sind wir schon Vierter. Besser als beim vorletzten geradeausfahren. Also ja, Bremsen scheinen der Schwachpunkt zu sein. Dann halt mehr an die Kurven legen. So rutschi-rutschmäßig. Boah, wie der aus der Knete kommt. Einfach genial. Das Kurvenverhalten, das ist noch wunderbarer. Aber dafür das Bremsen, gar nicht seins. Ey. Ich krieg die Kurve auch so nicht. Na gut, ich wurde angeschoben, aber... Da sieht man wirklich, seine Schwäche ist das Bremsen. Bums.
Jawohl, jetzt haben wir nur noch den ersten vor der Nase und das Rennen hat noch über 50% Länge. Ich fange eher an zu bremsen und bekomme die Kurve damit. Und tschüss. Trotzdem gewinne ich die Kurve. Gewinne ich in der Kurve. Boah, der Wagen sieht schon schick aus. Den Speedbird finde ich aber nochmal einen Ticken besser. Obwohl der ziemlich fett erscheint und fette Autos sind, wie ich finde, meistens nicht schön, aber der Speedbird, der passt so wie er ist. Nicht reinrammeln, bitteschön. Ah, das läuft also auch noch. Diese Herausforderung. Oh, 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 oh. Da kommen einige an. Also einmal blöd in der Mauer kleben, gut, dann ist das Rennen womöglich sowieso vorbei. Aber hier habe ich wirklich meine Probleme bei der Schikane. Das schnelle Umsetzen ist mit dem trägen Auto in der Kurve nicht so einfach. Schnelle Kurven sind da schon besser, weil da kann man den Wagen schön reinwerfen. Und der kommt gut raus, weil er halt eine verdammt gute Beschleunigung hat. Beim Speedbird habe ich das Gefühl, der bekommt einfach die Leistung nicht auf den Boden. Hier habe ich das Gefühl überhaupt gar nicht. Der hier ist ja, glaube ich, auch nochmal schwerer, obwohl das ja gar nicht so aussieht, ne, als der Speedbird. Ich glaube, der Speed Demon war schwerer als der Speedbird. So, letzte Runde. Haben wir zwischendurch mal die Führung verloren da hinten in der Ecke? In der zweiten Streckenhälfte, Rundenhälfte? Ich wüsste es gerade gar nicht, aber wir sehen es ja vielleicht gleich. Wurden wir hier mal kurz überholt? Nö, Ziel erreicht. So, letzte Kurve nicht vermasseln. Auch wenn du aus der Kurve kacke rauskommst, der Wagen ballert diesen Fahrfehler einfach wieder weg. 300er Leistungsindex, 256 hinter uns, wieder mit Abstand vom Rest des Feldes. Aber die beste Runde haben wir nicht, da sind wir 7/10 dran vorbei. Frontschutz für Speed Demon. Wir haben über 1 Million Punkte mittlerweile. Oh, der Fire Rock Raceway. Fast 2 Kilometer Streckenlänge. Also auch 100% Asphalt. Rennen in einer höherklassigen Meisterschaft bringen bessere Belohnungen. Was denn für Belohnungen? Man schaltet ja immer die Teile frei, die man gerade anbauen könnte. Bei einem Wagen, den man hat, oder? Man schaltet den Wagen sowieso frei, wenn man ein bestimmtes Level erreicht. Das Rennen in den Top 3 beenden, habe ich vor, Sieg mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Naja. Ich werde es so lassen. Ich lasse auch mal das Differential so, denn der Wagen fühlt sich so gerade ziemlich gut an auf Asphalt. Wir starten sogar als 17. Huka Putki ist hinter uns. Weg, auch mit dem Boomer, weg. Noch ein Boomer. Weg, weg. Uiuiui. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier auf dieser Strecke zurechtkomme mit dem Auto. Heckscheibe schon im Eimer, toll. Nein! Haut ab, ihr Nudeln. Oh, hier geht's zu. Sind wir fast letzter. Uiuiui. Toll. Achtung, rückwärts fahren. Das müssen wir normal machen. Vier gerade könnte dem Wagen sehr entgegenkommen. Gucken, ob das stimmt, ob wir hier es einfach schwieriger haben. Hier wieder an allen vorbeigeschoben.
Autsch. Jetzt sind wir mal nicht mitten im Zweikampf, also so mit hin und her schieben. Von links nach rechts. Und wir kommen hier ganz gut rum. Nein, du Blödmann. So, jetzt rausbeschleunigen, das ist wieder unser Vorteil, wenn wir nicht geblockt werden. Nein! Mann! So, jetzt nehmen wir Fahrt auf. Oh, zum Glück habe ich den vorhin noch erwischt, ansonsten wären wir hier übers Ziel hinausgeschossen. Habt ihr das gerade gesehen? Da haben Bremsspuren in den Reifenstapel geführt, aber der Reifenstapel war noch da. Okay. Sind die von Haus aus hier aufgezeichnet? Also sind das schon Bremsspuren aus vergangenen Rennen? Oder wurden die erst gezeichnet? Letzteres wäre ja seltsam. Ich glaube deswegen ersteres. Die waren schon da, bevor wir das Rennen hier gestartet haben. So, rausbeschleunigen jetzt endlich mal. Ohne jemanden direkt vor der Nase. Mit dem Geschlenker war es aber auch nicht so gut. Jetzt bin ich zu weit außen. Kann mich hier aber zumindest in den vor uns legen. Sogar zwischen die beiden. Das war jetzt nicht so geplant. Ein Platz gewonnen, ein verloren. Für den Moment. Jetzt rammelt der uns bestimmt gleich hier rechts in die Bande, oder? Nee, der vielleicht? Nö, auch nicht. Bombs. Ja, die Kurve bekommt er trotzdem und zwar ziemlich gut. Oh, er kommt zurück. Nein, jetzt schiebt er uns hier rein. Oh, ein Streckenposten ist ja auch noch. Blöd Arsch. Gut, dann machen wir das nochmal, aber starten den nächsten Versuch auch in der nächsten Folge. Der erste Eindruck vom Speed Demon ist gut. Mal gucken, ob ich das so fortführen kann. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.